So, hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Morrowind. Wir sind gerade auf dem Weg nach Velamynisierung, wo wir versuchen, Xander zu bekommen. Noch sind wir ein bisschen planlos, wo Velamyn eigentlich überhaupt ist. Ja, stirb einfach. So, Dädrisches Herz ist gut. Wir laufen hier jetzt einfach mal weiter. Da ist es. Komm, stirb. Hab ich Zeit, dich zu bekämpfen. Den Hunger Games. Ah. So, Dädrisches Herz, zack, hier hin. Ich finde es so schade, dass es keine Stadtportale oder sowas gibt. Das wäre so super. Geht's da oben rein? Out of Fortress. Da geht's offenbar rein. So, dann werden wir uns dort drin mal umschauen. Ich gehe noch mal kurz raus, einfach weil ich was ausprobieren möchte. Ah, okay, hier geht es. Wunderbar. Dann speichere ich noch mal schnell und dann sehen wir uns dort drinnen um. Ich aktiviere vielleicht mal mein Katana. Charge geht eigentlich noch. Das war so ein Corpus Champion, ne? Irgendwelche Salze. Die nehme ich mal mit. Und dann gucken wir mal, dass wir den Champion platt kriegen, solange ich meinen Katana aktiviert habe. Greater Bone Walker war das. Okay, kein Champion. Zack. Ich dachte, es sei so ein Camp. Dingsbums. Alles ist schön. Was hat denn der? Steel Club und Bone Meal. Cool. Aber hier. So, stirb einfach. Einfach sterben. Komm. Nichts groß machen, einfach nur sterben. Zack, 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 zack. Der hat ein Amulett des sechsten Hauses, das ist toll, kann man wieder verkaufen. Wunderbar. Das heißt aber, jetzt müsste ich hier schlafen. Willst du mich veralbern? Ausgezeichnet. Ebony Arrow ist auch nicht schlecht. Iron Bolt und Silver Bolt. Die nehmen wir mal natürlich alle mit. Ist klar, die Bolzen brauche ich gerade nicht. Das interessiert mich gerade eigentlich. Warte mal, Moment. Oh, ein Diamant. Und rohes Ebony. Was haben denn die für eigene Drain Helm? Lightning Shield. Okay, interessiert mich gerade nicht so wirklich. Scrap Metal. Medium Corpus Hunk.
Large Wrapped Corpus Meat. So. Hier sind also noch Gegner. Ich verstehe noch nicht so ganz. Oh. Ich verstehe es. So, das heißt, ich kann mich eigentlich hier hinstellen. Kann ich hier pennen? Nein. Gut. Dann wird es, glaube ich, Zeit, dass ich den Typ platt mache. Fin Katana. R. Speichern. Ich weiß, ich bin ein bisschen speicherparanoid, aber lieber mache ich sowas, als dass ich mich später gräme. Vergiss es. Du hast keine Chance. So. Und ein Amulett des sechsten Hauses, natürlich. Logisch. Was glitzert also? Die Seele. So. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Dann, bis ich geheilt bin und danach reparieren wir mal ein bisschen. So. Danach wird repariert. Klick. Na komm schon. Also gerade klappt's nicht so. Das hat mir jetzt schon wieder viel zu viele gekostet, muss ich sagen. Viel zu viele. Ein Dwemer Schild. Dwarven Spear. Dwarven Claymore. Naja. Muss alles nicht sein. Gut, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Rückzugsraum, an dem ich mich heilen kann. Ist doch schon mal schön. Und dann denke ich, werden wir mal schauen, ob wir nicht wieder irgendwas gemixt kriegen. So. Einfach weil ich Restore Magicka. Resist Magicka. Drain Fatigue. Drain Health. So, Restore Health. Und Drain Fatigue, Drain Fatigue. Aber Corpus Weepings müsste doch sowas ähnlich, so einen ähnlichen Effekt haben. Genau. So. Klick. Dann kommt doch jetzt erstmal der hier. Und der hier. So, Drain Fatigue. Und dann brauche ich noch einen Drain Health irgendwo. Drain Fatigue. Das ist auch Drain Fatigue. Fortify Health. Drain Intelligence. Drain Agility. Drain Magicka. Drain Willpower. Drain Health. Restore Health. Ah. Nee, ich wollte einen Drain Health finden. So. Drain Fatigue. Fortify Health. Drain Agility, Drain Magicka. Drain Magicka, Drain Willpower. Drain Health. Das ist ja mal ein ordentlicher Klops. So. Drain
Drain Magicka, Willpower, Restore Health, Restore Fatigue, Drain Agility, Invisibility, Restore Magicka, Fortify Luck, Restore Fatigue, Drain Fatigue, Drain Luck, Restore Fatigue, Telekinesis, Intelligence, Fortify Strength, Resist Magicka. Cancel. Na, dann machen wir doch. So, und das war jetzt noch Drain Fatigue. Und da hatte ich doch noch vier andere. Genau. Die da. Sehr schön. So. Dann. Drain Agility. Das suche ich schon Ewigkeiten, finde ich nicht. Aber Resist Magicka kann ich eigentlich irgendwo haben. So. Komm, ihr beide kommt auch noch hin. Dann Resist Magicka suche ich jetzt quasi. Falls es noch irgendwo ein Resist Magicka gibt, wäre das sehr schön. So, Drain Magicka. Cure Potion. Na? 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 Nee. Leider nicht. Fortify Intelligence, Fortify Strength. Restore Intelligence, Restore Agility. Fortify Endurance. Fortify Fatigue. Paralyze. Cure. Das alles Drain. Fortify Health. Fortify Magicka. War Intelligence, ne? Dingsbums. Okay. Also Fortify habe ich wirklich gar nichts, was irgendwie zueinander passt. Das ist ja alles doof. Das ist ja alles irgendwie doof. Dann gehen wir doch mal wieder auf unser Fiend Katana. Zack, ich speichere nochmal schnell. So. Resist Magicka. Das klingt immer so nach einem Schrei, wenn diese Tür da aufgeht. Oh. Oh. 4000. Das ist ja nicht schlecht. Wollte ich eigentlich nicht, aber... Bücher ist auch nicht schlecht. Detect Creatures. Potion of Shadow. Fortify Speed. Resistance. Slowfall interessiert mich nicht. Runes of Camelse. Schön, dass wir es mal gelesen haben. Oh. Ein Rubin. Dwemer Rüstung brauche ich eigentlich nicht. Ah. Das gute Zeug. Noch mehr gutes Zeug. Ich muss aufpassen, dass ich nicht überladen werde wieder mal. Nehmen wir auch alles mit. Lass mal erstmal da. Lass mal erstmal auch da. Parchment with Scrawlings. Das gucken wir uns gleich an. Haben wir noch ein paar Dwemer Münzen. Und ein Dwemer Helm. Gut. Wie auch immer, wir speichern mal schnell und dann wünsche ich euch schon wieder einen tollen Abend und eine gute Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, da verlesen wir diesen Schrieb. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Boah, der Kugelschreiber. Und auf Wiedersehen.